Dance on the moon to be like sing. So far, damn, bro, that neck on land. Move the pinks and blues, the yellow, you that. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound, heute in Part 30. Wir sammeln uns heute noch das restliche Geld, was uns fehlt für den zweiten Qualifier. Und dann sind wir vorbereitet dafür. Los geht's. Gut, und damit sind wir wieder drin. Genau, der Subaru ist jetzt ja fertig soweit. Wir brauchen noch $17,000, um dann am Qualifier teilzunehmen. Ich denke, das sollten wir diese Nacht auch zusammenkriegen. Wir starten mit Heat 3. Genau, und dann gehen wir mal rein in die Freitagnacht. Uns gibt ein Auto zu gewinnen. Vielleicht holen wir uns das auch nochmal gucken. Als Herausforderung. Schalt dann einen Racer aus, okay. Tritt in einem, wer gewinnt, kriegt alles Rennen an. Entkomme in einer Fahndungsstufe 4 Funktion. Okay. Es gibt diese Nacht einen Mazda RX 8 Sprint und einen Lotus Exige zu gewinnen. Aber ich würde darauf erstmal verzichten und würde mal hier die beiden linken Rennen fahren, also den hier und das hier. Und danach schauen wir mal, ob wir dann uns noch ein Auto holen oder nicht. Weil, wie gesagt, das Geld ist jetzt eigentlich gerade wichtiger. Und das sind die beiden, die eigentlich am lukrativsten sind. Es gibt noch eins, wo man 24.000 gewinnen kann, aber da gewinnt nur der erste Platz überhaupt was. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fahren jetzt zu dem A-Klasse-Event hier. Und danach das A-Plus. Los geht's. Hey Speedy, wie steht's? Bin auf dem Sprung. Wo warst du? Hab dich lange nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Was für Türen? Solche, durch die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Streife ist da, Zentrale. Wir sind raus. Es wird immer schwerer, mit dem Ziel mitzuhalten. Oh, das ging ja schnell. Kannst du entkommen? Jetzt müssen wir gucken, dass uns keiner mehr erwischt. War da ganz gut los. Dann wären wir nämlich schon im Treffpunkt tatsächlich. Sehr gut. Juhu. Driften heute ein wenig, ja? Also, meine Wagen. Unser BRZ. So, dann gehen wir in den Millionaire Drive, glaube ich. Jo, genau. Rein geht's. Wetten tun wir auch. Hier, oder? Passt. Los geht's. Ich bin mal gespannt, wie der nächste Qualifier aussieht dann in der nächsten Folge. Der letzte wird auch relativ einfach noch in Anführungszeichen mal, aber die werden sich ja, denke ich mal, auch steigern von der Schwierigkeit her. Ja, denke ich mal. Hast du überhaupt das Zeug dazu? Keine Ahnung, das werden wir sehen. Bleib einfach locker! Du weißt schon, dass das ein Rennen ist. Ja. Öfter und den Pfosten, ne, hier auf der Strecke, der hat mich schon öfters mal erwischt. Den nehmen wir diesmal nicht mit. Ja, den müssen wir vereinholen, ne, mit dem habe ich gerade gewettet. Oh Gott, oh! Fängt der jetzt Driften an hier. Ja, ich meine, die letzte Aufnahme ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ne? Das ist das letzte Need for Speed Video für euch. Aber es geht jetzt wieder weiter. Lasst gerne mal eure Meinung zu meinem April-Scherz-Video da, wenn ihr wollt. Das war ja die letzte Folge mit Pizza Dude. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das finde ich ganz cool über die Folge auf jeden Fall. Ja. Schreibt gerne mal, was ihr dazu meint. Ansonsten bin ich aktuell am überlegen, ob ich demnächst vielleicht mit ein paar Livestreams mache. Muss ich aber mal schauen. Also ich verspreche jetzt noch gar nichts. Es ist nur so eine Idee aktuell. Vielleicht mit ein, zwei Livestreams zu machen. Mal schauen.
Genau, da werde ich euch, denke ich mal, über den Community-Tab dann spätestens mal informieren oder es hebt dann halt im Abo-Feed, ne? Genau. Dann schon mal, weil wir gerade beim Thema sind, wenn euch die Folge bis jetzt gefällt und ihr mehr Need for Speed sehen wollt und keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst gerne mal ein Abo da. Auch ein Like, das hilft immer sehr weiter, um meinen Kanal und auch die Community wachsen zu lassen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und genau, damit hätten wir auch das erste Rennen dann gewonnen, so wie es ausschaut. Jawohl. Sehr schön. Oh, ich habe vergessen, mich umzuziehen. Ah, ich wollte mich noch umziehen wieder. Naja, gut. In der nächsten Folge, Leute. In der nächsten. Gut. Gewonnen. Auch die Wette. Geht 4,5. Dann schauen wir, dass wir möglichst schnell wieder reinkommen. Geradeaus, Leute, wir fahren geradeaus. Das reicht nicht. Nee, schade. So? Scheiße, soll ich zurück zur Fahrschule? Die Tanks sind einfach zu gut. Nächstes Mal kriegen wir das Arschloch. Entkommen. Und damit haben wir auch schon eine Herausforderung erfüllt. Sehr gut. Und wir sind wieder im Treffpunkt. Läuft ja tatsächlich heute mal. Ich freue mich schon danach. Jetzt sind wir wieder mit Heat 5 unterwegs. Das wird wieder spaßig. Gut, also dann das erste Mal mit unserem fertig getunten Subaru. Ich bin gespannt. Mit unserem WRX, tut mir leid. Wir haben ja zwei Subarus, das vergesse ich immer. Speedrennen, tritt aufs Gas. Mhm. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Justice hier. Los geht's. Also dann schauen wir mal, was unser Auto so leisten kann. Voll getunt. Die Reifen sollte ich vielleicht nochmal ändern irgendwann. Vielleicht am Ende der Folge können wir nochmal gucken. Vielleicht auch beim A-Klasse-Auto die Reifen am Ende, dass wir da wieder in der Mitte von dem Untergrund sind, von dieser Leiste, die es da gibt. Damit wir auch da auch mit dem anderen Wert vielleicht ein paar Driftrennen fahren können, ohne so Probleme zu haben dabei. Gut. Schauen wir doch mal. Bist du bereit? Ohne Scheiße! Oh Gott. Fahren mit kann sein, dass wir restarten, Leute. Mal schauen. Oh Gott. Beides. top. Jupp, Leute, wir tun einmal neu starten. Der Unfall war echt dumm. Versuch Nummer 2. Diesmal klappt es hoffentlich und ich baue keinen Unfall. Ey, wirklich jetzt? Hast mein Geld hoffentlich schon abgezählt. Okay, wir haben mal. Ich versuche nichts zu rammen, okay, Leute? Es tut mir leid. Schlechter Start, top. Zeig mal, was du kannst. Nicht gut. Ey, erst. Ich will ja eigentlich nicht voreilig irgendwas. Vorprobe sein, ja, aber die erste ist 400 Meter weg. Das können wir auch nie im Leben mehr einholen, also. Naja, zwei Versuche haben wir ja noch. Ey Gott. Kann mich mal bitte keiner rammen, wäre nett. Ich hoffe mal, das wird nicht zu einfach. So, zumindest kann man jetzt schon mal keine rückwärts ein Auto reinrammen, das ist ja schon mal was. Leute, nicht gut. Okay, letzter Restart, Leute. Ich krieg's irgendwie nicht hin, nichts zu rammen. Wenn es jetzt nicht klappt, ist es so. Wirklich. Danke. Muss ich dazu noch was sagen? Nee, oder? Nicht wirklich.
Leute. Interceptor hier für ein bisschen Action. Super, danke. Brauche ich nicht. Ich krieg's so schon nicht hin, Erster zu werden. Haha. Aber ich glaube, erster Platz ist nicht drin, Leute, bin ich ganz ehrlich. Auch ich. So, und damit sind wir auch wieder Letzter. Muss ich dazu noch was sagen? Ein Zusammenstoß und du bist mal zum zweiten auf dem letzten Platz zurück. Das ist gut, vielleicht sollte ich mir mal irgendwas einmal, was mein Auto nicht schnell kaputt geht. Nee. Ey, also wirklich. Siebter Platz, Leute, siebter. Hätte vielleicht den vorherigen Try noch zu Ende fahren sollen, mich mit dem vierten oder so zurecht finden sollen. Ja, wir haben minus 650 gemacht, top. Also wir müssen noch eins fahren, egal wie. Der Heatstufe sage ich jetzt nix. Also unsere einzige Option, die wir jetzt noch wirklich haben, ist hier unten, gibt es ein A-Klasse-Takeover, ist halt dann wirklich A-Klasse und mit A-Klasse oder mit Heat 5 ist halt echt witzig, aber alles andere bringt eigentlich zu wenig Geld, dass wir dann noch was übrig hätten in irgendeiner Weise, das heißt, wird uns nichts anderes übrig bleiben, außer das hier zu fahren. Naja. Und eine Nacht lang für den garantiert erholsamsten Schlaf deines Lebens. Was geht, Leute? Heute Abend spreche ich über das Thema Gaslighting. Es muss aufhören. Diese Fahrer werden behandelt wie Schwerverbrecher. Die meisten sind junge Menschen, die einen Weg suchen, sich in einer Stadt auszudrücken, die sie immer weiter ausgrenzt. Also frage ich euch, stellen diese Menschen eine Gefahr für die Gemeinschaft dar? Entscheidet selbst. Was jedoch außer Frage steht, ist der exzessive Fokus des LPD auf diese Untergrundrennen. Den Bullen geht einer ab, wenn sie diese Rennfahrer von der Straße jagen. Ist das echt nötig? Das ist mal Klartext, Lakeland. Zum Glück explodieren die Tankstellen nicht. Hilfe! Na komm. Oh. Kann ich lenken. Zielperson wurde in Cyril Heights gemeldet. Ich mache die Rückbank frei für diesen Tank. Lasst uns dieses Arschloch einbuchten. Sonderwagen ist jetzt hier und hört sie von der Straße. Zentrale, wir verfolgen die Zielperson. Ziel hat die Kontrolle verloren. Nein, nicht wirklich. Es war schon so in der Richtung geplant zumindest. Wir halten nicht mehr lange durch! Das sind die doofen Bahnschienen. Ich brauche die Bahnschienen eigentlich.
Natürlich fliegt sie hier rein ab, ist ja logisch. Zentrale, ich habe Sichtkontakt zur Zielperson. Ich verfolge die Zielperson wieder, Zentrale. Sonderwagen hat Sichtkontakt und beginnt Verfolgung. Wagen zuletzt in Westbrook gesichtet. Bleibt dran, Unterstützung ist unterwegs. Wir werden gerade gerammt. An alle Einheiten, Zielperson ist jetzt bei Westbrook. Zeit es krachen zu lassen. Sonderwagen verfolgt das Ziel jetzt. Interceptor schließt sich der Verfolgung an. Okay, Leute, also ich glaube, wir haben eventuell ein Problem, weil ich kann mein Auto gerade noch nicht reparieren. Ich muss noch mindestens 2 Minuten durchhalten, glaube ich. Bleib dir Pass auf den Pferden! Ja. Oh Mann, darauf habe ich lange gewartet. Trete dann auf Gas und hinterher! Ich bin tot. Das Ziel fährt nirgendwo mehr hin. Also, es tut mir leid, aber ich spiele auf normal, ne? Von der Schwierigkeit her. Wolltest du mal sagen. Autsch, das tat weh. Hey, vergiss das App. Gut, wir verkaufen ein Auto, damit wir mitfahren können. Wünsch dir ein gutes Rennen. Viel Glück da draußen. Keine Ahnung, wo Tess in letzter Zeit steckt. Wenn du sie siehst, sag ihr, sie soll herkommen. Das Lager wieder umsortieren. Sie hat alles umgeräumt und jetzt finde ich gar nichts mehr. Nur noch ihre alten Pizzakartons. Hopp, danke. So ungern ich es tue, aber ich muss, glaube ich, den Aston Martin DB5 verkaufen. Leider, weil, Plymouth bringt uns nur 10.000. Das reicht nicht. Das heißt, leider, auf Wiedersehen mit diesem Fahrzeug. Warte. So Leute, ich schau mal kurz, ob ich noch was machen kann wegen der Haltbarkeit vom Auto. Und dann hören wir uns gleich wieder. Also ich würde jetzt mal ganz basic das Hilfs-Item Aufprallschutz einbauen. Um ehrlich zu sein, das sind wir noch bei 50.400, das reicht, um am Ding teilzunehmen. Und ich muss nicht so viel Restarts brauchen, wenn ich einmal irgendwas ramme. Gut. Gut, damit wären wir bereit für die nächste Folge. Wohl oder übel. Wirklich, es ärgert mich echt, dass die Cops so absolut übertrieben sind. Ich weiß nicht, was man gegen die machen soll. Ich verstehe das nicht. Also, ja, ich meine, wenn du einen guten Fahrer hast, der kann es vielleicht ausweichen, aber ich spiele jetzt auf mittlerem Schwierigkeitsgrad und das ist jetzt schon so arg. Also, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ey. Ansonsten wäre es ja langweilig, hätte ich gesagt. Wir können auf jeden Fall noch am nächsten Mal an Qualifier teilnehmen und dann wäre es das gewesen für die Folge. Dann hoffe ich, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wie gesagt, bewertet gerne mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum zweiten Qualifier wieder. Bis dahin. Ciao.